wir ja jetzt schon wieder länger nicht mehr gemeinsam hier im Ahorn Sportpark uns zum Sport sehen konnten, haben wir uns überlegt, wir melden uns auf diese Weise bei euch und machen gemeinsam bei euch zu Hause im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, da wo ihr jetzt gerade seid, ein wenig Sport. Ich bin Sarah und ich habe natürlich meinen Freund, das Armbändchen, mitgebracht. Für die heutige kleine Sportstunde benötigen wir ein paar Gegenstände, die ihr aber eigentlich alle zu Hause haben solltet. Einmal benötigen wir einen Knäuel Socken und dann braucht ihr irgendwie einen Schläger. Das kann ein Tennisschläger, ein Squashschläger, ein Badmintonschläger oder sowas sein. Wenn ihr das nicht habt, kann das aber auch einfach ein Block sein oder ein Buch oder irgendwas, was sich so ein bisschen zum Schlagen eignet. Wenn ihr das gerade noch nicht direkt hier in eurer näheren Umgebung habt, drückt einmal kurz die Pause-Taste oder bittet eure Eltern, das zu tun. Dann können wir gleich gemeinsam mit allen Materialien starten. So, wenn ihr jetzt alles zusammen habt, würde ich sagen, können wir direkt einmal durchstarten. Wir schauen erstmal, ob wir genug Platz hier haben, damit ihr nicht irgendwelche Möbel oder irgendwas umrennt, wenn wir hier gemeinsam Sport machen. Und zwar stellt ihr euch dazu einmal ganz gerade hin, streckt eure Arme zur Seite aus und dann dreht ihr euch mal einmal im Kreis. Und im besten Fall sollten jetzt eure Möbel und alles, was sonst noch so in eurem Kinderzimmer oder Wohnzimmer ist, heile geblieben sein. Dann können wir hier gemeinsam mit unserer Sportstunde starten. Dazu setzen wir uns mal einmal alle gemeinsam auf den Boden, so wie wir das sonst am Anfang unserer Armbändchenkurse immer gemeinsam machen. Wir zeigen euch einmal kurz, wie unser Spruch geht. 1, 2, 3, 4. Wir sind alle hier. 5, 6, 7, 8. Wir turnen, bis es kracht. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir das einmal alle gemeinsam. Das heißt, ihr könnt einfach versuchen mitzumachen. Einige von euch kennen es ja auch schon aus dem Kurs. 1, 2, 3, 4. Wir sind alle hier. 5, 6, 7, 8. Wir turnen, bis es kracht. Sehr gut. Hast du das, Armbändchen? Was sind das denn für Geräusche? Wo kommen die her? Da vorne? Komm, wir schauen mal, was das alles ist. Ah, passt. Also, okay, ja. Bitte schön.
Okay, als nächstes machen wir einen kleinen Slalom-Parcours. Dafür müsst ihr ein paar Flaschen auf den Boden legen, die Socke auf den Boden und dann einfach im Slalom durch den Parcours. Auf geht's, Arbeiter! Nächste Woche wieder hier. Super!